Kennt ihr das? Ihr habt keine Ahnung, wie ihr anfangen sollt? Das gestörte, komplexe Universum meines Gehirns ist ein bisschen überladen und am durchdrehen. Das sieht ja nach nichts aus. Und scharf ist es bestimmt auch. Ja, was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Ich wollte ein schönes Video drehen und Pustekuchen. Ich sitze gerade auch sehr steif hier. Ich könnte, wenn ich mich ganz bequem hinsetze jetzt. Ja, so sieht das Bild doch viel besser aus. Die Katze auf der Stange freut sich. Ja, was mache ich jetzt, Mann? Kann man nirgendwo drehen, ist alles hässlich. Und dieses Bild hängt schon. Wer sagt denn, dass ich es nicht abhängen kann? Ich habe ja ein Buch. Es ist so klein, ich krieg Klaustrophobie. Klaustrophobie. Wo wird das eigentlich? Weiß irgendjemand, wie eigentlich so welche Fachbegriffe wirklich ausgesprochen werden? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die meisten einfach nur denken, sie sprechen es richtig aus, weil sie es irgendwo mal gehört haben. Wer sucht sich eigentlich diese hässlichen Motive auf diesen Heißluftballons aus? Das ist wie der Cheerleader-Effekt. Ja, was ist das? Ich muss mir mal alle Fenster mal genau angucken. Vielleicht hat da irgendjemand Sex in einem Raum. Ist ja Paris. Kann ja passieren. Trinken ist ja wichtig. Ich wollte eigentlich ein sinnvolles Video drehen. Was ist das? Ein Lockenstab. Ey, ich habe ganz vergessen, dass ich den habe. Stimmt, das ist mit so einem Handschuh. Wo ist der Handschuh hin? Kleine Mist, du kleine dass dieses Internet hier nie funktioniert. Griechischen Affen, auch wenn ich schon drei Affen hier in der Wohnung habe. Drei Affen, zwei Katzen, eine Jägerin und ich. Das ist ein geiler Filmtitel. What's in here? Let's see. So, Kissen für die Haare. Es kommt dann hier hin oder dahin oder einfach in den BH stopfen, falls man keine Brüste hat. Ist auch gut. Beauty Recycling. Hier liegen überall Schuhe. Mhm. Das ist Kunst. Oh nein, das ist so geil. Ich liebe Seidenpapier. Wie, was hast du denn? Bist du übermüdet? Ich habe keine Ahnung. Nein, ich möchte mal. Findest du das witzig? Ja, irgendwie schon. Weil ich glaube, wenn ich das als Video verpacke, ich glaube, die Leute werden dann wirklich glauben, ich muss in die Psychiatrie. Das Raumschiff 6 dann. Ja, wieso machst du so einen Müll? Ich weiß es nicht. Was machst du denn jetzt?